wird der geschätzte Kollege. Und natürlich versuche ich manchmal auch noch bei True und Gimme mit reinzugucken. Und bei meinen anderen Kollegen natürlich auch, aber Dauer verfolgen momentan wirklich nur Looks Like Link und deswegen kommt es ständig bei mir so schwimmen, schwimmen. Oder tuff, tuff, dieses Geräusch kann ich nicht annähernd so gut nachmachen wie. Jetzt sind hier überall Schweinchen. Aber vorhin keine Sau. So eine Sauerei. Der dreckige Saubur. Ja. Ohne Schweinehunde. Wie schön hier Gras wächst und sonst nirgendwo. Dann gehe ich jetzt mal. Mit Bone Meal werde ich hier wahrscheinlich noch Amok laufen. Das habe ich übrigens in meiner regulären Singleplayer. Ja, irgendwann kommt dann Let's Show, halt doch mal den Mund. In meiner regulären Singleplayer-Welt bin ich mit Bone Meal regelrecht Amok gelaufen, weil ich wollte Bone Meal haben. Oder hier können wir gleich die nächste Schweinesparte reinsparten. Und den Kram tun wir mal so lange hier rein. Wie geht's dem da unten? Ist auch fleißig am Brennen. Wie geht's dem da unten? Ist auch fleißig am Brennen. Kann man hier schon mal reinpacken. Total nutzlos, dass ich das jetzt schon da rausgenommen habe. Oh. Hier, brennen wir das mal weg. Das dauert nicht lange. Gar nicht. Das ist ganz schnell. Und blub. Ach, ich könnte ja hier immer schon das bereithalten und gleich da reinstecken. Burn, Motherfucker, burn! I'm sorry, ich wollte nicht so laut sein. Ich bin gerade irritiert, weil meine russischen Nachbarn wieder irgendwas gesagt haben. Ich verstehe meine russischen Nachbarn immer nie. Die reden Deutsch, aber ich verstehe kein Wort. Wir haben hier sehr viele Russen bei uns in der Stadt. Finde ich extremst cool, weil das bedeutet, wir haben extremst coole Kleidung. Das, ja, okay, das wird jetzt, weil wir viele Russen in der Stadt haben, haben die jetzt total coole Klamotten. Ja, haben wir tatsächlich. Wisst ihr nämlich, wie genial Russen angezogen sind? Das ist ja gute Freundin von mir aus der Schule früher. Die hatte immer die tollsten Klamotten gehabt. Ich war immer so brutalst neidisch. Dabei hatten die gar nicht so viel. Nein, die wussten einfach nur, wo sie die Sachen gut herkommen. Die hatten eine Ahnung, wie man selber schneidet. Und wir haben deswegen auch sehr interessante Klamottenläden, die alle sehr darauf achten, hier den Geschmack der ausländischen Bevölkerung zu treffen. Deswegen haben wir echt viele Klamottenläden und echt mit super tollen Sachen, die auch noch billig sind. Und dann eine super Qualität haben. Und nicht made in Taiwan und sowas, ne? Es ist sehr schön. Ich habe immer die Hoffnung, wenn ich lange genug hier in dieser Stadt lebe, dann fange ich irgendwann an, Russisch zu verstehen, weil das hier wirklich jeder spricht. Aber irgendwie scheint sich das nicht einzubürgern bei mir. Schade. Ach, ich mach mal hier das Glas draus. La la trollo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 l
Wir könnten uns auch mal wieder auf die Monsterjagd machen, so ein Ezio-Style von Ätzen. Das sage ich immer, weil ich bin, dieses Spiel läuft auf meinem Computer ja nur mittelmäßig bis schlecht. Und das bedeutet, dieses Ding ist sehr in Slow Motion gehalten und dann ist man so, Ezio klettert eine Wand und dann fällt er runter, weil ich wieder nicht auf die Reihe kriege, die richtigen Knöpfe zu drücken. Naja, ich bin ja noch ganz am Anfang da. Das hat mich schon die ganze Zeit gestört, jetzt sieht's viel schöner aus. Ich könnte mir auch mal Bilder machen wieder. Und ein paar Bilder an die Wand bildern. So bildlich. Vorgestellt natürlich. Dann machen wir uns mal hier Wooden Planks. Ich drücke auch schon beide Maustasten gleichzeitig. Es wird nicht schneller. Nee, es wird nicht schneller. Könnt ihr euch abschminken. Warum mache ich das jetzt mit den Stickern nach? Egal. Ich will Aufkleber für mein Poesiealbum. Gib mir Sticker. So, die können wir behalten. Packen wir mal da drum rum. Nein, ich habe keine Aggression oder irgendeiner in der Klatsche. Da hatte doch, also einer in der Klatsche habe ich tatsächlich, aber. So, ich mache mir einfach mal so ein paar Bilder und dann hole ich mir den ganzen Kram hier wieder. So, was wird denn das gerade für ein Sprite-Lag? Oder ich sag schon Sprite-Lag. Nee. Oh, das ist hübsch. Mhm. Das ist meine Weizenfarm, mein Bauernhof aus meinem Singleplayer, den ich sonst immer spiele. Fehlen noch Rahmen drumherum, ich weiß. Ich war mir, aber wir kommen ja eh ganz andere Bilder später rein und jetzt will ich hier mein Lieblingsbild haben. Nein. Ich laufe gleich mit den Bildern Amok und hau draußen ein paar Creeper mit den Bildern ins Gesicht. Oh, das kann doch nicht. Ja, do not enter. Das finde ich sehr schön. Haben wir dann hier unten? Keine Creeper, ich dachte, hier etwas sich bewegen sehen. Hätte ja gar keine zusätzliche Kohle gebraucht. Dann machen wir uns jetzt mal die Bricks. Was wollte ich denn jetzt? Ach, ich wollte die Bilder wieder weglegen. Ach, die kommen ja eigentlich oben in die Grabbelkiste. Dann gehen wir mal oben in die Grabbelkiste. Blub, ding, dong. Ah, das ist ja nicht, das ist ja die Dreckkiste. Die kommen ja in die Grabbelkiste. Wie machen wir das eigentlich mit der Wolle? Da wird ja hier langsam auch voll. Jetzt ist es voll. Jetzt, dann nehmen wir einen Block halt mit. Was machen wir mit der Kackwolle? Dann tun wir die hier auslagern, so lange dahin. Oh, die graue Wolle hier so rein. Oder hier die bunten und da die Grautöne. Vorerst. Wie hat sich da was bewegt? Ach, ich stehe in der Fackel. Übrigens, aua. Also nebenbei bemerkt. Hier könnte eine hin. Hallo. Wieso geht da keine Fackel hin? Dann hier hin. Hä, wieso kann ich da keine Fackel anbringen? Was sind das für Steine? Sind das Treppen? Kann man an Treppen keine Fackeln anbringen? Puh. Nutz, das ist sehr unlogisch. Nicht, dass er irgendwann logisch oder irgendwann nicht so logisch oder so.